Ich heiße Frauke Rockenbau, lebe seit 30 Jahren in Bonn, bin 1940 in Rostock geboren. Nach dem Abitur habe ich in Hamburg 4 Jahre studiert, bin also im pädagogischen Beruf gewesen und zuletzt die letzten 11 Jahre bis 2000 war ich hier Schulleiterin einer Grundschule. Habe mich etwas vorzeitig pensionieren lassen, weil ich einen gewissen Stress hatte, der aber mit den Augen zusammenhängt. Ich konnte nicht mehr ertragen, dass mir jemand mit den Augen nahe kommt und war übersehen, war ich gestresst, sodass vermuten lässt, dass damals schon irgendetwas mit dem Auge nicht in Ordnung war. Und da wurde das bestätigt, diese Diagnose, dass es eben ein malignes Aderhautmelanom ist. Ich hatte dann 2011 hier eine Mammographie in einem niedergelassenen radiologischen Institut. Und da wird ja dann im Nachhinein auch dann diese, ich sag mal, ein Ultraschall von der Brust gemacht. Und als ich da so las, sag ich, wissen Sie was, ich hatte einen Tumor im Auge, Sie können gleich mal meine Leber mitschallen. Und der stellte dann fest, ein 0,5 mm großes, für ihn nicht zu definierenden, also keine Zyste, sondern etwas anderes. In der Biopsie bestätigte sich, dass es eben ein Ableger von diesem Aderhautmelanom war. Und da war mir auch gesagt worden, dass also dieses Aderhautmelanom, das kann bis 15 Jahre streuen. 2013 war dann die Feststellung, dass sich da mehrere kleine Tumore abgesetzt haben. Nicht? Und er kam dann an mein Bett und sagte, ich muss Ihnen leider sagen, dass diese Metastase nicht abgekapselt war, sondern sie hat die Leber infiltriert. Das war natürlich keine gute Botschaft. Und der hat dann zunächst mal gesagt, jetzt schlage ich vor, dass wir eine TACE machen. Dann lief das auch ganz schnell. Dann kam ich also eine Woche später in den OP. Dann ist man nicht unter Narkose, sondern man liegt. Das ist völlig unproblematisch. Sieht selbst auf dem Bildschirm, wie die Katheter durch die Leistenarterie in die Leber geführt werden zu den Metastasen. Und dann schießen die dort eine Chemo rein. Dann war leider von dieser Chemoflüssigkeit etwas durch die Gefäße in die Bauchspeicheldrüse gegangen. Ich kriegte also eine relativ schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung, lag hier zu Hause noch 14 Tage und dachte, oh Gott, wenn das so bleibt, furchtbar. Das war wirklich also die schlimmste Phase im Ganzen, war diese Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Ja. Und dann wurde als nächster Schritt entschieden, nicht noch mal eine TACE zu machen, weil das eben mir nicht so gut bekommen war. Die haben dann beschlossen, eine SIRT zu machen. Und da werden radioaktive Kügelchen, die werden dann auch auf dem gleichen Wege durch die Leistenarterie zu den Metastasen geführt. Und das hat keinen großen Erfolg gebracht, eine minimale Reduzierung. Und es gibt die Möglichkeit, dass also, wie sagt man das, mit Tabletten oder mit irgendeinem einer Chemo, sagen wir mal, zu machen, die den ganzen Körper dann auch vergiftet. Und das wollte ich nicht. Ich wollte das auf keinen Fall, dass es mir nur noch schlecht geht. Er hat gesagt, es gibt noch ein anderes neues Verfahren. Er hat mich also sehr umfassend informiert, dass die Chemosaturation ein neues Verfahren ist im Rahmen der interventionellen Onkologie. Und dass sie eben im Gegensatz zu den herkömmlichen Chemotherapien im Grunde nur isoliert das einzelne Organ im Grunde, sagen wir mal, mit Chemo beschießt. Und dadurch diese ganzen Nebenwirkungen, die normalerweise durch eine Chemo, die für 3, 4 Tumore, die man hat, den ganzen Körper durchzieht, die Nebenwirkungen eben entsprechend nicht auftreten. Sie hatten vorher ein CT gemacht, um abzusichern, dass nichts im Körper ist. Das war der Fall, Gott sei Dank. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und hatte eine Woche später die Chemosaturation. Bei der Chemosaturation habe ich selber natürlich nichts mitgekriegt. Das ist natürlich sehr umfangreich. Da wird also unten die Chemo rein in die Leber gespült. Die Leber wird gespült, ich glaube eine halbe Stunde mit diesem Mefalan. Die ist ein sehr starkes Chemotherapeutikum und wird dann in dieses Filtergerät gegeben. Und da wird das Blut wieder bis zu, weiß ich nicht, 90% befreit von dieser Chemotherapie. Sie wachen wieder auf und es geht ihnen gut. Bin dann nach Hause gekommen und hatte dann 2 Monate später das erste MRT. Es ist alles sehr gut gelaufen, hervorragend. Und es sind so und so viele Metastasen völlig weg. Und gucken Sie mal, die da oben, die hat sich völlig eingekapselt. Und ein sehr, sehr guter Befund. Und wir machen das jetzt noch einmal. Und das wird dann noch mal gemacht im Vierteljahr. Dann war alles weg. Also der letzte Befund war nichts, keine neuen Metastasen. Wenn bei der weiteren, sagen wir, Kontrolle, die ja durchgeführt werden muss, wieder etwas auftritt, würde ich eigentlich nur noch dieses Verfahren vorschlagen. Weil ich weiß, auch wenn wirklich was wiederkommen würde, weiß ich, dass ich mit diesem Verfahren eine Verlängerung meines Lebens erreiche. Ich bin von Anfang an unglaublich belastbar, ob das hier im Haushalt ist oder im Garten. Ich habe nicht eine einzige Einschränkung gehabt hinterher.
keine postoperativen Beschwerden, keine Schwächen, gar nichts. Ich kann wirklich nur aus meiner Situation hoffen, dass es noch vielen Menschen zugutekommt. Wirklich.